Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test die Lochos von CL4. Allein hier oben, das finde ich schon sehr, sehr lustig mit diesem Ochos, eben auch schon quasi die Optik von dem Teil selbst, von dem Effekt. Ja, es sind hier drei Stück enthalten und das sind so ja, Bodenkreisel, die in der Mitte aber eine Kugel haben. Das heißt, eventuell ist da auch Crackling mit drin, könnte man vermuten. Ja, und wir haben hier eine Netto-Explosivmasse von 7,5 Gramm insgesamt. Wir haben hier von den Bällen her dann die Farbe Blau, Rot und Grün. Ob das auch Auswirkungen auf den Effekt hat, Effektfarbe, wie auch immer, das wird sich jetzt hier zeigen. Ich persönlich weiß es nicht. Ich bin selbst jetzt genauso überrascht und gespannt, wie ihr es wahrscheinlich auch seid. Ja, und dann hätte ich gesagt, reden wir gar nicht mehr groß, gehen direkt raus. Ich wünsche euch recht herzlich viel Spaß beim Test der Ochos Lochos von CL4. Auf geht's! Auf geht's mit den Ochos Lochos von CL4. Und man hört's ja schon. Rascheln etwas. Also, ja, kannst du da könnte noch was drin sein. Man vermutet, man munkelt. Ein bisschen erinnern sich an die Crazy Eyeballs. Stimmt, ja. Oh. Sehr schön anzusehen. Ui, der Zacken! Oh Gott! Wow. Alter! Da stand mir jetzt fast der Ring nahezu dran. Die Ausbreitung ist ja fast schon so wie bei einem Big Ball, ey. Ja, ich meine, es ist kein heftiges Crackling. Nicht in der Intensivität, aber die Streuweite ist schon krass. Ja. Also ich gehe mal weiter weg, damit ihr das auch mal komplett drauf bekommt. Ei! Schee! Also die haben mich jetzt sehr. Und den letzten, ne? Jo, der letzte im Bunde. Mit einer riesen Visco. Na gut, bei dem Effekt ist schon besser. Ja. Ich denke, es geht unscheinbar los und dann. Wow. Wow, also super Teile, oder? Ich bin begeistert. Wahnsinn.